Liebe Genossinnen und Genossen, auch von mir herzlichen Glückwunsch an das Geburtstagskind und herzlichen Dank an Harald Wolff für diese klare und kämpferische Rede. Liebe Genossinnen und Genossen, ich komme gerade aus Nordrhein-Westfalen zurück, und unsere Genossinnen und Genossen in Nordrhein-Westfalen sind ja in einer vergleichbaren Situation, in einer ähnlichen Situation, wie wir es vor einigen Jahren waren. Da hat eine rot-grüne Landesregierung mit Unterstützung in dem Fall der Linken einen Haushalt ausgearbeitet, der Sozialkürzungen vermeiden sollte. Und die Reaktion war, dass CDU und FDP gegen diesen Haushalt geklagt haben. Wir kennen diese Situation. Wir haben uns damals als Linke in Berlin aktiv dagegen gestellt. Wir haben diesen Unsinn auf den Senat zu schimpfen, was er alles nicht machen würde, und auf der anderen Seite zu erklären, jetzt muss aber gespart und gekürzt werden, erfolgreich die Stirn geboten. Und darum bitte ich euch auch, liebe Genossinnen und Genossen hier vom Berliner Landesverband, unterstützt unsere Genossen Nordrhein-Westfalen und zeigt ihnen, dass man sich diesem Unsinn in Berlin und in Nordrhein-Westfalen erfolgreich entgegenstellen kann. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, einige Themen der Bundespolitik aufzugreifen. Wir sind ja gestern mit der Meldung konfrontiert worden, dass sich jetzt doch die Bundesregierung eine bewaffnete Teilnahme am Krieg in Libyen vorstellen kann. Und ich will darauf hinweisen, es ist immer das gleiche Muster. Erst werden aus, wie es beschrieben wurde, humanitären Gründen Flugverbotszonen eingerichtet, was, wie wir erlebt haben, nichts anderes heißt als Bombardierung und Tod von Zivilisten. Und leider ist es auch dazu gekommen, Rebellen, aber die NATO hat gesagt, das passiert halt so. Und danach kommen dann die Bodentruppen, und die Kriegspropaganda ist verlogen wie immer. Wir als Linke sagen ganz klar, mit Krieg kann man keine Probleme lösen. Und wenn Herr Westerwelle meint, er muss nun eine 180-Grad-Wendung nehmen, dann ist das auch der Ausdruck des Autoritätsverfalls des Außenministers. Ich hatte eigentlich gedacht, Parteivorsitz und Außenminister, das muss nicht in einer Hand sein. Aber wenn man dann die politische Autorität völlig verliert, ich glaube, dann sollte Herr Westerwelle auch nicht mehr Außenminister sein, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, wahrscheinlich hat sich die Bundesregierung gedacht, wenn die Landtagswahlen vorbei sind, dann kann man ja wieder zur Tagesordnung übergehen und sich an Kriegen beteiligen. Und da frage ich mich, wie ernst nimmt diese Bundesregierung überhaupt die Demokratie? Ist das nicht ein Verhalten, wie es in der Politikwissenschaft beschrieben wird, einer defekten Demokratie? Ich finde, es ist richtig, dass sich die Wählerinnen und Wähler auf die Dauer nicht länger belügen lassen. Herr Mappus musste das schmerzvoll erfahren. Liebe Genossinnen und Genossen, und nun werden wir eine Regierung aus Grünen und SPD in Baden-Württemberg haben. Und wir dürfen gespannt sein, wie es dieser Regierung gelangen wird, sowohl das Atommoratorium als auch Stuttgart 21 umzusetzen bzw. zu verhindern. Und ich bin gespannt, ob Wolfgang Albers, einer unserer stellvertretenden Landesvorsitzenden, der ja nachher auch noch sprechen wird, ob er recht hat mit dem Satz, Herr Kretschmann wird einer der besten Wahlhelfer der Linken in Berlin sein. Ich bin gespannt darauf, ob es so eintreten wird. Auf alle Fälle ist es auch eine wichtige Lehre, eine wichtige Erfahrung. Man muss vor der Wahl, und genau das machen wir auch in unserem Programm, vor der Wahl nicht mehr versprechen, als man halten kann. Und ich finde es richtig, dass wir vor 14 Tagen ein realistisches Wahlprogramm beschlossen haben, dass wir den Menschen nicht alles vom Himmel versprechen, nicht das Blaue vom Himmel versprechen, sondern wir ihnen sagen, das können wir erreichen, wenn ihr uns genügend Rückenwind gebt. Und diesen Rückenwind werden wir uns im Wahlkampf erarbeiten, liebe Genossinnen und Genossen. Nun freut sich die Bundesregierung ja öffentlich über die Konjunktur und vermittelt den Eindruck, dass alles wunderbar laufe. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen sinken und die Finanzkrise scheint überwunden. Und uns wird die Botschaft vermittelt, hier in der Bundesrepublik ist alles in Butter. Aber gleichzeitig geht in Europa alles drunter und drüber, und Frau Merkel und Herr Schäuble erzählen uns, das geht uns nichts an. Portugal muss unter den EU-Rettungsschirm. Irland ist schon unter dem Schirm,
Und Griechenland droht einem Kürzungspaket, was ihm auferlegt wurde, zu ersticken. Das Land ist in der schwersten Rezession seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und wer weiß, ob es jemals die Schulden zurückzahlen kann. Doch, liebe Genossinnen und Genossen, der EU-Rettungsschirm geht uns etwas an. Denn 22 Milliarden Euro soll die Bundesrepublik allein direkt in den Rettungsfonds einzahlen. Und wo soll das Geld herkommen? Neue Schulden sollen dazu aufgenommen werden. Wir als Linke sagen, wir wollen dafür keine neuen Schulden. Wir wollen etwas anderes. Wir wollen, dass endlich eine Finanztransaktionssteuer von denen erhoben wird, die sich mit Spekulationen dumm und dämlich verdient haben, wie Herr Ackermann und seine Deutsche Bank. Und es ist doch empörend und für uns nicht länger hinzunehmen, dass die Bundesregierung die Schulden der Zocker auf die Schultern der Steuerzahler abwälzt und sich dann unsere Kollegen von CDU und FDP im Bundestag hinstellen und uns erzählen, was wir hier angeblich in Berlin alles nicht finanzieren würden. Das ist eine verlogene Politik, der müssen wir uns deutlich entgegenstellen. Das machen wir nicht länger mit, liebe Genossinnen und Genossen. Und schauen wir noch ein bisschen genauer hin. Irland zum Beispiel. Irland wollte gar nicht unter den EU-Rettungsschirm. Aber das Land wurde gezwungen, weil man Angst hatte um die Einlagen der Deutschen Bank in Irland. Wenn ich mich recht entsinne, hat man uns, und erzählt das uns häufig auch heute noch gerne, immer erklärt, im Kapitalismus, da herrsche freier Wettbewerb und die Besten setzen sich durch. Aber ich sage, wenn die Banken immer Risiko darauf spekulieren können, dass ihre Verluste durch den Steuerzahler getragen werden, dann haben die Banken die Staatskasse in Geiselhaft genommen, und das dürfen wir nicht dulden, liebe Genossinnen und Genossen. Und gerne wird uns erzählt, Kapitalismus, das hat etwas mit Unternehmern zu tun, die krempeln ihre Ärmel hoch, die brauchen den Staat nicht, verachten ihn manchmal auch, und die verdienen durch eisernen Willen und eigene Anstrengung eine Million nach der anderen, und wir sollten mal nicht so neidisch sein. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, diese Staatsverachtung hat die Banken und Großunternehmen nicht daran gehindert, immer die Hand aufzuhalten, wenn sie finanzielle Schwierigkeiten hatten, so wie jetzt die Commerzbank. Und ich finde, es ist nicht hinnehmbar, dass diese Herren, die gerne Milliarden von den Steuerzahlern nehmen, um die eigene Haut zu retten, jetzt, wo sie wieder ein bisschen besser dastehen, nur einen Bruchteil der Zinsen zahlen wollen, die sie hätten zahlen müssen, wenn es hier nach Recht und Gesetz ginge. Das ist ein weiterer Betrug am Steuerzahler, und so muss man das auch aussprechen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich fordere den Finanzminister auf, keinen müden Euro mehr für spekulierende Banken auszuzahlen und endlich eine europäische Finanztransaktionssteuer durchzusetzen. Die Krise ist noch lange nicht überwunden und die Konjunktur ist immer noch gespalten. Ich nenne mal nur eine Zahl. Ihr kennt sicher alle aus eurem persönlichen Leben Beispiele, die das verdeutlicht. 11% der Leiharbeiter bekommen so wenig Lohn, dass sie davon ihr Leben nicht bestreiten können, dass sie zusätzlich zum Amt gehen müssen und aufstocken. Das ist eine Lohnsubvention an Unternehmen, die keine ehrlichen Löhne zahlen wollen. Und wir verlangen von den Unternehmen, dass sie ehrliche Löhne zahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Gute Arbeit, Harald hat schon davon gesprochen, das ist ein Markenzeichen der Linken. Dafür kämpfen wir auf der Bundesebene genauso wie in den Ländern. Und ich will auch unterstreichen, wie viel hier in Berlin schon erreicht wurde. Ohne die Linke hätte es niemals die Klage und das erfolgreiche Urteil gegeben, dass die sogenannten christlichen Gewerkschaften nicht tariffähig sind. Das ist ein großer Erfolg, dass wir diese Dumping-Gewerkschaften höchstrichterlich haben sagen können, ihr seid nicht tariffähig. Und ich möchte für dieses Engagement insbesondere unserer Sozialsenatorin, Arbeitssenatorin und Integrationssenatorin Carola Blum und ihrer Vorgängerin Heidi Knake-Werner danken. Vielen Dank, Carola. Und wir, die Linke, wir werden weiter dafür arbeiten, dass das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit in allen Bereichen durchgesetzt wird, für Frauen und Männer, für Festangestellte und Leiharbeiter
und da der 1. Mai naht, auch für Menschen, die aus anderen Ländern, aus den östlichen Ländern der EU zu uns kommen. Das nutzt nämlich allen, wenn vernünftig bezahlt wird. Neid und Missgunst hat eine Gesellschaft noch nie vorangebracht, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind ja in einem Superwahljahr, und darum möchte ich auch einiges sagen zu den Wahlergebnissen, die hinter uns liegen und vielleicht auch denen, die vor uns liegen sollen. Liebe Genossinnen und Genossen, zwei Wahlen haben wir in diesem Jahr bestanden. Das ist die Wahl in Hamburg und das ist die Wahl in Sachsen-Anhalt. Wir haben ja hier auch schon kurz auf dem letzten Parteitag darüber gesprochen. Und in zwei Bundesländern haben wir unsere Ziele nicht erreicht. Im Südwesten unseres Landes, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Und nun haben wir heute auch im neuen Deutschland eine vollständige Seite mit Leserbriefen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und darum sage ich auch ganz deutlich und klar, natürlich haben alle die Recht, die sagen, dass die Atomkatastrophe in Japan, in Fukushima, nicht die einzige Ursache für das Nichterreichen unserer Wahlziele im Südwesten ist. Das ist doch völlig klar. Und natürlich gibt es Selbstkritik und die Notwendigkeit für Selbstkritik auf vielen Ebenen der Partei. Ich glaube aber, dass wir beide Ursachen betrachten müssen. Die externen Ursachen für die Wahlniederlage, die natürlich gravierend waren für den Ausgang der Wahl, was man auch an Wählerwanderungen belegen kann, und aber auch ganz selbstkritisch die internen Ursachen. Im Parteivorstand waren wir uns einig, und das geht auch aus etlichen dieser Briefe hervor, dass wir die Parteistrukturen im Südwesten unserer Republik deutlich stärken müssen. Wahlzeiten sind eben Erntezeiten, und mit Wahlkämpfen allein kann man Stimmung machen, kann man Sympathien erwerben, manchmal auch verspielen. Man kann Menschen gewinnen, aber Wahlkämpfe allein ersetzen nicht jahrelange kontinuierliche Arbeit. Und um nur einmal eine Zahl zu nennen, in Rheinland-Pfalz gibt es weniger Mitglieder der Linken als in Berlin-Lichtenberg. Aber so bedeutend Berlin-Lichtenberg auch ist, das Bundesland Rheinland-Pfalz ist 380 Mal größer als Lichtenberg. Und da kann man sich vorstellen, mit welchem Einsatz die Genossinnen und Genossen in den Flächenländern ihr Material an Mann und Frau bringen müssen. Und gerade in Baden-Württemberg, wo unsere Partei auch hervorragend organisiert war und gekämpft hat, gibt es trotzdem immer noch Orte, da gilt selbst jemand aus der SPD als Linksradikaler. Und das ist ein Weltereignis, wenn man überhaupt mal einen Linken sieht. Der wird da nicht unbedingt verprügelt, sondern der wird freundlich betrachtet, wie so ein Exot. Aber das zeigt doch, die Partei muss gerade dort gestärkt werden. Und wenn es uns gelingen wird, wofür sich ja auch Halina den Hut mit aufgesetzt hat, Patenschaften in Anführungsstrichen, Erfahrungsaustausch zu organisieren, dann sind wir dort sicher ein Stück weiter. Liebe Genossinnen und Genossen, aber es ist natürlich das Strukturproblem, aber auch vielleicht der Ansatz, den der eine oder andere gewählt hat, dass wir uns ein bisschen zu stark darauf verlassen haben, dass Oskar und Gregor mit Wahlkampfauftritten schon genügend Stimmen einfahren werden. Um nicht falsch verstanden zu werden, beide haben sich unermüdlich fast rund um die Uhr in beiden Ländern engagiert, haben gesprochen auf Plätzen, in Seelen. Aber da fällt mir ein Zitat aus der Internationale ein. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Und nun sind Oskar und Gregor keine höheren Wesen und wir befinden uns nicht im Elend. Nicht, dass ihr das so interpretiert. Aber wir können langfristig unsere Erfolge nur sichern, wenn wir uns nicht nur auf unsere Ausnahmetalente verlassen, sondern wir brauchen auch hier in Berlin jeden Genossen und jede Genossin, und dann können wir auch wieder gemeinsam erfolgreicher sein. Liebe Genossinnen und Genossen, zu den Schlussfolgerungen aus den Wahlen will ich vielleicht auch das Land Sachsen-Anhalt mit einbeziehen. Ich glaube, egal ob wir antreten in einem Land, ob als Vertreter der Opposition, der Regierung, wir müssen uns in jedem Fall wieder stark mit außerparlamentarischen Bewegungen verbünden.
Die Mehrheiten in den Parlamenten oder Stärke in den Parlamenten wird uns nur dann etwas nutzen, wenn wir auch Rückenwind aus den außerparlamentarischen Bewegungen haben, wenn wir uns hinstellen können im Parlament und sagen, wenn ihr zum Beispiel, lieber Koalitionspartner, dieses oder jenes ablehnt, wenn ihr uns den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor kaputt machen wollt, dann werden tausende Menschen auf der Straße stehen und werden sagen, so geht das nicht, wir wollen, dass die Position der Linken durchgesetzt wird. So müssen wir mit den außerparlamentarischen Bewegungen zusammenarbeiten und auch wir müssen sie unterstützen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich finde es gut und richtig, dass Harald in seiner Rede auch sehr klar angesprochen hat, wie im Augenblick die Arbeit in der Koalition erschwert wird, wie vernünftige Lösungen erschwert werden, wie durch Geplänkel der Sozialdemokraten versucht wird, die Arbeit unserer Senatorin zu behindern. Ich glaube, wir müssen in diesem Wahlkampf ganz deutlich machen, was durch die Arbeit der Linken in Berlin erreicht wurde, was wir noch hätten erreichen können, wenn unsere Arbeit nicht erschwert worden wäre und was wir hätten erreichen können, wenn in vernünftigen Fragen von Anfang an SPD und Linke an einem Strang gezogen hätten, liebe Genossinnen und Genossen. Nun ist ja bei der Wahlauseinandersetzung und Wahlauswertung, da ist ja nun fast jeden Tag wieder auch in verschiedenen Zeitungen benannt wird, auch immer wieder das Stichwort gefallen, Porsche und Kommunismus. Oder mit dem Porsche in den Kommunismus fahren, da gibt es ja nur inzwischen verschiedene Varianten. Ich sage jetzt erstmal was zum Teil Kommunismus, zum Porsche komme ich dann gleich noch. In der Tat, und wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, waren einige Genossinnen und Genossen irritiert über diesen Aufsatz, den ich geschrieben habe, und die Diskussionen, die sich ergeben haben. Was ich aber auch konstatiert habe, ist, dass viele Genossinnen und Genossen, aber auch Menschen außerhalb der Partei, diese Diskussion aufgegriffen und genutzt haben, um daran anzuknüpfen und politische Grundsatzfragen zu stellen. Und unsere Aufgabe ist es, und darin unterscheiden wir uns ja von allen anderen, unsere Vorstellung über den demokratischen Sozialismus zu erklären, und zwar so zu erklären, dass die Menschen zuhören und dass wir vielleicht auch mal mit einer kleinen Provokation ins Gespräch kommen. Und wenn ich heute lese in der Frankfurter Rundschau, da wird ein Buch von Frank Deppe vorgestellt, Politisches Denken, Band 4, und es wird dargestellt als Beitrag in dieser Debatte, als etwas längerer und ausgefeilter Beitrag, dann denke ich, ist das etwas, wo man sagen kann, auch in der anderen Richtung ist das aufgegriffen worden. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag auch was zum Porsche. Das ist ja jetzt schon so oft gesprochen worden. Und manchmal glaube ich, da wird doch mit falschen Karten auch gespielt und gezockt, was Klaus Ernst betrifft. Wenn ich den Porsche-Fahrer Klaus Ernst mit der Radfahrerin Renate Künast vergleiche, dann muss ich feststellen, dass Klaus gegen Hartz IV und gegen Kriegseinsätze gestimmt hat und dass Renate Künast sehr häufig für den Krieg gestimmt hat. Inzwischen gibt es ja auch eine Diskussion bei den Grünen, allerdings nicht zu Libyen. Und dass sie dabei war, wie Harald es beschrieben hat, Hartz IV zu konstruieren. Also sie war bestimmt nicht Kreide holen oder wie wir es früher in der Schule gesagt haben. Und da sage ich euch, man kann nicht vom Fortbewegungsmittel auf den Menschen schließen und nicht jeder Radfahrer ist automatisch ein guter Mensch, liebe Genossinnen und Genossen. Auch in Berlin hier müssen wir uns die verbleibende Zeit bis zum Abgeordnetenhaus genau überlegen, wie wir unsere Strategie umsetzen können und wie wir unser Profil unverwechselbar gestalten können. Und nun gibt es ja einige Genossinnen und Genossen, die in Anbetracht der Wahlergebnisse im Südwesten eine Änderung der Themen, einen Strategiewechsel ansprechen. Meine Position ist, wir brauchen, und das brauchen wir immer und jetzt natürlich verstärkt, eine Diskussion darüber, ob unsere Strategie richtig ist und vor allen Dingen, wie wir sie präzisieren können, wie wir sie überzeugender unter die Leute bringen können. Wir diskutieren ja intensiv unser Wahlprogramm und das ist natürlich auch Teil unserer Strategiedebatte. Vor einem vollständigen Wechsel der Strategie kann ich allerdings nur warnen. Wir können bei der SPD sehr genau beobachten, wohin das führen kann. Nach jeder Wahl änderte sie ihre Strategie. Nach der verlorenen Bundestagswahl 2009 wollte sie sich
halbherzig von der Agenda 2010 verabschieden. Nach der Landtagswahl in Hamburg ruderte sie zurück und war wieder die Hartz-IV-Partei. Die Quittung bekam sie dann in Rheinland-Pfalz, 10% minus. Sie haben sich zwar trotzdem am Wahlabend hingestellt, als wären sie die Wahlsieger, aber 10% minus und in Baden-Württemberg, wie gesagt, nicht Koch, sondern nur Kellner. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen keine Haken schlagen. Wir müssen für unsere Wählerinnen und Wähler berechenbar und zuverlässig sein. Und wenn es auch so ist, dass die Atomkatastrophe von Fukushima alle Probleme überlagert hat und die Frage der sozialen Spaltung in der Gesellschaft zurückgedrängt wurde, werden diese Fragen auch wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein zurückkehren. Und dann werden die Menschen sagen, welche Antworten, welche Aufgaben übernimmt die Linke und welche Antworten hat sie, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann sage ich das mal an einem ganz konkreten Beispiel. Es gibt natürlich Leute, auch der eine oder andere aus den Medien, die finden unsere Ziele nicht schick oder langweilig. Im Morgenmagazin in dieser Woche reagierte die Moderatorin auf die Forderung der Linken nach gerechten Löhnen mit der Reaktion, naja, sagte sie, gerechte Arbeitsverhältnisse, das ist so ein bisschen die programmatische Einöde, die man bei der Linken so hört. Mich sprach hinterher eine Zuschauerin an und sagte, sie war fassungslos. Natürlich, eine Moderatorin, die von unseren Gebührengeldern gut bezahlt wird, kann vielleicht gerechte Arbeitsverhältnisse öde finden. Aber ich bin davon überzeugt, viele, viele Menschen in unserem Land und in unserer Stadt wären glücklich und zufrieden, wenn sie in so einer Öde leben würden. Wir müssen uns doch anschauen, wie denn die Verhältnisse sind. Wie sind denn die Einkommen? Wie sind die Durchschnittseinkommen? Und wir haben immer noch keine Mindestlöhne. Und wir hier in Berlin setzen uns weiter dafür ein, dass wir endlich die Mindestlöhne durchsetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Das Durchschnittseinkommen, das Jahresdurchschnittseinkommen, was sicher von dem von Medienvertretern weit entfernt ist, nicht Medienvertretern, sondern denen, die dort eine feste Anstellung haben, denn auch in den Medien gibt es ja genügend prekäre Arbeitsverhältnisse. Mieses Zeilenhonorar, Kamerateams, die auf Abruf sitzen. Ich denke, da gibt es auch große Unterschiede. Aber das Durchschnittseinkommen pro Jahr, 27.000 Euro, bewegt sich weit weg, glaube ich, von dem, wo man sagen kann, die Leute sind reich. Und selbst von den 4 Millionen Selbstständigen in unserem Land haben 30% weniger als 1.100 Euro im Jahr. Das sind Selbstständige, die durch die Verhältnisse häufig in die Selbstständigkeit gezwungen wurden, die diesen Weg nicht freiwillig angetreten haben und die für einen Hungerlohn, für ein mieses Einkommen sich im Monat abquälen müssen. Und Sie, auch Sie müssen wir vertreten. Wir sind nicht nur der Partei der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitslosen. Wir sind auch die Partei der Kleinen- und Mittelständler. Wir kennen diese Situation am besten. Und auch mit dieser Situation müssen wir uns auseinandersetzen. Und auch die Interessen dieser Menschen vertreten wir, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, in der Strategiedebatte werden wir uns neue Felder erschließen. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, dass wir alle neuen Herausforderungen, alle neuen wichtigen Themen mit den Themen der heutigen Zeit so verbinden, dass man nicht den Eindruck hat, jetzt machen die Linken etwas völlig anderes. Wir haben uns über 20 Jahre politische Felder erarbeitet. Soziale Gerechtigkeit, Friedenspolitik, die können wir nicht einfach links liegen lassen. Denn wenn wir aufhören, diese Felder zu beackern, dann entsteht eine große Brache, weil keine andere Partei sich um diese Fragen so kümmern wird wie wir. Und darum bin ich der Auffassung, wir müssen uns neuen Herausforderungen stellen, aber alle neuen wichtigen Themen mit den Fragen der sozialen Gerechtigkeit verbinden. Wir müssen zum Beispiel die Frage des Atomausstiegs mit den Fragen nach sozialen Strompreisen verbinden. Harald hat dazu gesprochen.
Wir müssen die soziale Gerechtigkeit mit der Eigentumsfrage verbinden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir endlich wieder kommunales Eigentum haben, dass wir nicht mehr abhängig sind von dem Diktat der Großen. Und wir, liebe Genossinnen und Genossen, das ist unsere Spezifik. Wir sind die einzige Partei, die die Frage stellt nach dem Zusammenhang von Demokratie und Eigentum. Denn wer nichts hat, kann auch nichts entscheiden. Wenn Politikerinnen und Politiker sich selber in die Lage bringen oder von anderen gebracht werden, und Harald hat genau darauf verwiesen, wer denn den Verkauf der Wasserbetriebe vorangetrieben hat und umgesetzt hat, dann ist es auch letztendlich egal, ob Leute zur Wahl gehen und entscheiden, weil sie sagen, es nutzt alles nichts. Wir wollen aber, dass Politik gestalten kann, und für Gestaltung brauchen wir öffentliches Eigentum, und darum müssen wir gemeinsam unser öffentliches Eigentum zurückerobern, liebe Genossinnen und Genossen. Und noch ein letztes. Wir sollten uns auch darauf einigen, dass wir unsere Ziele, für die wir gewählt worden sind, umsetzen wollen. Dass wir uns nicht pausenlos neue Ziele setzen. Wenn wir die alten erreicht haben, dann müssen wir die neuen erreichen. Aber nicht, das eine hat in kurzer Zeit nicht geklappt. Ich sage es mal mit einem Vergleich. Ein Marathonläufer, der den 4. Platz belegt hat beim Marathon, der sagt doch auch nicht, jetzt suche ich mir mal eine andere Sportart, jetzt mache ich Eiskunstlauf. Sondern der sagt, ich trainiere so, dass ich beim nächsten Mal weiter vorne bin, den dritten, den zweiten und irgendwann auch mal den ersten Platz erreiche, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wissen aus unserem Alltagsleben viel über die Spaltung der Gesellschaft. In den Medien erfahren wir viel Neues, aber auch diese Spaltung der Gesellschaft wird manchmal ausgeblendet und damit auch die Partei, die sich gegen diese Ausblendung wendet. Doch wir sollten nicht die Augen vor dieser Spaltung verschließen. Und Harald hat es ja auch an einigen Beispielen benannt, an der Frage der Verdrängung aus den Innenstadtquartieren. Denn Spaltung setzt negative Energien frei. Hass, Gewalt, Neid und Gier. Und diese negativen Energien können eine Gesellschaft sprengen. Wir sind die Partei, die die Gesellschaft zusammenhalten will. Wir sind die Partei der Solidarität. Und auch dafür werden wir im Berliner Wahlkampf antreten und streiten, liebe Genossinnen und Genossen. Wir fordern soziale Gerechtigkeit. Dazu gehören, solange sie nicht durchgesetzt sind, gesetzliche Mindestlöhne, gerechte Renten, die Überwindung von Hartz IV, eine gute Gesundheitsversorgung, eine gute Bildung, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Wir wollen eine Stadt für alle, nicht nur als Slogan, sondern in der Realität, liebe Genossinnen und Genossen. Und dafür brauchen wir endlich ein gerechtes Steuersystem, das die Umverteilung in dieser Gesellschaft wieder vom Kopf auf die Füße stellt. Und zur sozialen Gesellschaft gehört für uns auch immer dazu, dass wir Kriege ablehnen, weil sie zutiefst ungerecht sind, die Umwelt zerstören und uns unsere Lebensgrundlagen entziehen. Die Partei Die Linke wird darum niemals Kriegen zustimmen. Auch das sei heute noch einmal festgestellt. Liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen gemeinsam im September ein gutes Wahlergebnis. Wir wollen es natürlich für die Partei, das ist klar, aber das ist nur zweitrangig. Wir wollen ein gutes Wahlergebnis, damit wir diese Gesellschaft ändern können, denn das ist unser Anspruch, dafür sind wir da als Partei. Darum lasst uns gemeinsam kämpfen, lasst uns heute unseren Kandidatinnen und Kandidaten guten Rückenwind geben und dann lasst uns gemeinsam in die Wahlauseinandersetzung ziehen. Wenn wir einig sind, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann werden wir es schaffen. Ich hoffe, wir kämpfen mit vielen, vielen an unserer Seite. Lasst uns gemeinsam kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen.